Hallo Kids der Hansdorfner Fußballschule. Ich bin Yannick und ich bin Fußball-Freestyler. Ich hoffe, euch hat der kurze Ausschnitt von mir gefallen. Und ich möchte euch heute mal aufgrund der derzeitigen Situation, weil ja das ganze Fußballtraining bei euch ausfällt, auch die Fußballschule, zwei Basic-Tricks im Freestyle mitgeben, die wirklich jeder von euch zu Hause üben kann. Also, die zwei Tricks, die ich euch in dem Tutorial zeigen möchte, ist einmal der Crossover und der Neckstall. Ich zeige euch mal kurz die Tricks. Das hier ist der Crossover. Und das hier der Neckstall. Also praktisch den Ball auf den Nacken fangen. Okay, starten wir mit dem Crossover. Erster Step ist, die Bewegung ohne den Ball auszuführen. Ihr stellt euch hin, überkreuzt eure Beine und springt so hoch, weil so werdet ihr auch gleich den Ball hochkicken. Sieht affig am Anfang aus, aber ihr müsst einfach die Bewegung in eurem Kopf bekommen. Der nächste Schritt ist dann, dass ihr natürlich den Ball dazu nehmt, weil wir wollen ja nicht die Bewegung nur ohne den Ball machen. Deswegen, nehmt den Ball, haltet ihn vor euch, lasst ihn auf den Boden prellen. Geht mit eurem linken Bein von außen nach innen über den Ball und springt damit rechts hoch. Ich mach's doch mal vor. Der häufigste Fehler, der bei dem Trick gemacht wird, ist, dass man zu früh abspringt. Ich mach's mal kurz vor. Ihr seht, wenn ich zu früh abspringe, kann ich den Ball nicht wirklich hochkicken. Wenn ich aber jetzt gleich ein bisschen warte, also sprich den Absprung ein bisschen verzögere, kann man den Ball viel besser hochkicken. Ich mach's doch mal vor, schaut mal darauf. Ich warte ein bisschen und springe dann erst ab. Okay, der letzte Schritt ist dann, dass ihr den Trick im Jonglieren ausführt. Das heißt, ihr haltet den Ball hoch, kickt ihn hoch, geht mit eurem linken Bein von außen nach innen und führt den Crossover aus. Okay, das war der Crossover. Jetzt möchte ich euch den Neckstall zeigen. Erster Schritt ist auch hier, dass ihr die Bewegung erstmal ohne den Ball ausführt. Dabei ganz wichtig, dass ihr eure Arme erst probiert auf den Boden zu kommen, ein bisschen in die Knie geht und dann in die Skispringer-Position geht. Das heißt, ihr hebt eure Arme nach hinten, sodass ihr hier oben eine Kuhle formt. Also ihr zieht eure Schulterblätter praktisch oben zusammen. Hebt den Kopf aber ein bisschen, sodass ihr seht, dass hier eine Kuhle ist. Also ihr seid wirklich hier unten in der Skispringer-Position. Das heißt, ihr hebt eure Arme nach oben, sodass sich hier eine Kuhle bildet, wo gleich der Ball dann drin gehalten werden kann. Der nächste Schritt ist, dass ihr natürlich den Ball auch wieder nehmt und ihn probiert, euch langsam reinzulegen. Dabei aber ganz wichtig, dass ihr trotzdem in der Position bleibt. Das heißt, ihr geht erst wieder runter in die Hocke und legt euch dann den Ball rein, geht aber direkt wieder in die Skispringer-Position. Das heißt, Arme nach oben und die coole Form, dass der Ball dort richtig gut drin liegen kann. Okay, wenn ihr das gut könnt, könnt ihr probieren, den Ball ein kleines bisschen hochzuwerfen und probieren, vom Hinterkopf in die Kuhle hineinzurollen. Wirklich nur ein ganz bisschen hochwerfen. Jetzt nicht richtig hochwerfen, weil das ist am Anfang viel zu schwer. Ich mach's mal kurz vor. Ja, ihr seht wirklich, ich werfe ihn nur ein bisschen hoch und fange ihn dann in der Kuhle, indem ich ihn ein bisschen von dem Hinterkopf aus in die Kuhle hineinrolle. Und dann liegt er. Der letzte Schritt ist dann, dass ihr probiert, aus dem Jonglieren aus den Ball hochzukicken und auf euren Nacken zu fangen. Ich mach's mal vor. Und ihr formt wieder die Kuhle und fangt den Ball. Ich hoffe, euch haben die zwei Tricks gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg und natürlich auch Spaß beim Üben zu Hause. Schickt mir gerne eure besten Versuche auf meinem Instagram-Profil zu. Ich heiße auf Instagram Yannick_FS. Ich blende es jetzt hier ein. Falls ihr irgendwelche Fragen zu den Tricks habt, könnt ihr mich über Instagram immer gut erreichen. Ich probiere auf jede Nachricht zu antworten. Schickt mir eure Versuche zu. Ich uploade die an alle in meiner Instagram-Story. Und ansonsten gebt Gas, habt Spaß und haut rein. Tschüss.